Chimney, Chim Chim Cheree. Der Mann auf dem Schornstein, der hat was für Sie. Chim Chimney, Chim Chimney, Chim Chim Cheroo. Er bringt Ihnen Glück und die Liebe dazu. Er ist der Mann, den wohl jeder mal braucht, wenn einmal im Haus der Schornstein nicht raucht. Junge und Alte bei uns hier im Land, die geben dem pechschwarzen Herrn gern die Hand. Chim Chimney, Chim Chimney, Chim Chim Cheree. Der Mann auf dem Schornstein, der hat was für Sie. Chim Chimney, Chim Chimney, Chim Chim Cheroo. Er bringt Ihnen Glück und die Liebe dazu. Er bringt Ihnen Glück und die Liebe dazu. Groß und klein, kauft bei mir ein. Vöglein sollen nicht hungrig sein. Groß und klein, kauft ein bei mir. Vöglein sind euch so dankbar dafür. Ja, sie schauen von den Türmen und schauen von den Dächern und denken, macht uns satt. Sie sehen von den Bäumen und von den Laternen, ob jemand ein Herz für sie hat. Groß und klein, kauft bei mir ein. Supercalifragilistisch, expiallegorisch. Dieses Wort ist wunderbar und außerdem rhetorisch. Will man meine Meinung hören, sag ich kategorisch. Supercalifragilistisch, expiallegorisch. Dumdildildil, dumdildei. Dumdildildil, dumdildei. Als kleiner Junge war ich leider immer ziemlich stumm. Und alle Lehrer in der Schule hielten dich für dumm. Doch dann hast du ein Wort gelernt, das ihr euch merken könnt. Seit ich es kann, da gelte ich als sehr intelligent. Hey! Supercalifragilistisch, expiallegorisch. Dieses Wort ist wunderbar und außerdem rhetorisch. Will man meine Meinung hören, sag ich kategorisch. Supercalifragilistisch, expiallegorisch. Weit so weit fliegt unser Drachen heut. Weit, weit, weit so weit ins Land der Träume. Weit über Land und See fliegt in blauer Höhe. Weit, weit, weit so weit. Mit nem Teelöffel Zucker nimmst du jede Medizin. Ja, jede Medizin, ja, jede Medizin. Mit nem Teelöffel Zucker nimmst du jede Medizin. Angenehm und sehr bequem. Wenn dein Direktor mit dir spricht und sagt, mehr Geld bekommst du nicht, dann tu nicht so, als wär's ein großes Leid. Nimm dir ein Glas und sage Prost, denn sowas bringt dir Trost. Und sing, und sing, nimm Teelöffel Zucker, nimmst du jede Medizin. Ja, jede Medizin, ja, jede Medizin. Nimm Teelöffel Zucker, nimmst du jede Medizin. Angenehm und sehr bequem. Auf meinem Weg, da gibt es manchmal Hürden. Ich sage hepp und springe drüber weg. Ich wünsch mir nie, dass etwas wär, wie's doch nie ist. Ich glaub, ich bin ein Optimist.
Vielleicht bin ich zu dumm, um Millionär zu sein. Ich bin dazu verdammt, ein Irgendwer zu sein. So eine Null vor den Zahlen, ein kleines Zero. Beim Heldentreffen, da trifft man mich nirgendwo. Ich lebe gern, ich tue, was mir Spaß macht. Und keiner macht mit mir ein Interview. Ich nehm das Leben nun einmal, so wie es ist. Ich glaub, ich bin ein Optimist. Wenn deine Braut noch andere küsst und wenn du böse mit ihr bist, dann tu nicht so, als ob die Welt versinkt. Geh lieber tanzen irgendwo mit Lilly und Dodo. Das hilft, das hilft, das hilft dir unbedingt. Mit einem Teelöffel Zucker nimmst du jede Medizin. Ja, jede Medizin, ja, jede Medizin. Mit einem Teelöffel Zucker nimmst du jede Medizin. Angenehm und sehr bequem. Rüber an die Theke. Nachdem wir das Orchester frisch geräuchert haben, wie geht's Ihnen vorne noch mit der Luft? Wir mussten das machen, weil der Schornstein soll ja rauchen, jederzeit. Prost. Oh ja, auch schon. Frau Wirtin. Prost. Gabi Jacobi. Ja? Auch, wenn man das überlegt, wir haben heute nur, auch die Familie. Ich hab bei der Probe jemand gesagt, genau, wenn man sie anguckt, wie ihre Mutter. Und man weiß ja, wie ihre Mutter ist. Marika Röck. Marika. Ja, Marika. Ja. Ich habe vorhin schon mal gefragt, hat das Sie beeinflusst? Hat das Sie beeinflusst, Ihrer Mutter nachzueifern? Ja, beeinflusst. Das war nicht leicht, nicht? Aber ich habe eigentlich erst ein anderes Fach eingeschlagen. Mhm. Ich wollte ja nur dramatische Schauspielerin nur dramatische werden. Schauspieler. Und bin dann eigentlich so durch Zufall in das Musikalische hineingerutscht. Mhm. Aber ich möchte nach wie vor also Schauspiel auch machen und ich habe auch schöne Gelegenheiten. Sie spielen nächstes Jahr an der Komödie. In der Komödie. Ein englisches Stück. Ein englisches Stück und dann im Sommer in Melk bei den Festspielen die Katharina in der Widerspenstigen. Mhm. Aber Sie haben über 60 Mal, glaube ich, im Raimundtheater ja, die Rösselwirtin gespielt. Frau Wirtin, ja. Sie können sich einmal kollegial ein bisschen unterhalten. Thomas Fritsch. Vom Vater brauche ich gar nicht zu sagen, Willi Fritsch. Willi, ja. Den Charme hat er geerbt. Er ist sowas von einem netten Kollegen. Und er ist sogar noch mitunter draußen, habe ich ihn vorhin gesehen. Toi, 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 hat er gesagt. Ein bisschen aufgeregt sind wir ja alle aber noch. Sie, aber ja, das sind wir ja alle noch. Das lässt sich nie ablegen. Sie verleben Weihnachten, glaube ich, in Griechenland. In Griechenland, richtig, in ja. Mykonos. 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 Ich habe es verkehrt gesagt. Kleines Häuschen. War noch nie da. Deswegen. Schön. Bin ich ein paar Mal da. Nächsten Sommer. Wir haben ein kleines Häuschen da. Ja, ja, nächsten Sommer. Ich besuche Sie mal. Ja, ja. Schreiben Sie mir vorher eine Einladung und dann komme ich direkt mal hin. Wunderbar. Und zu Weihnachten wird Ungarisch gegessen? Ja, es wird Ungarisch gegessen. Wird Ungarisch gegessen und Griechisch? Nein. Nicht? Ich bringe so Kastanien mit, eine Füllung für einen guten Puta. Vielleicht gibt es noch ein gutes Rezept guten für den Puta. Damen hier. Vielleicht haben wir einen guten Brater hier, dann wäre es auch in Ordnung. Ich gebe euch einen schönen Bembel. Danke. Danke, Frau Wirtin. Dass wir so nette Kollegen immer bei uns im blauen Bock haben. Und wenn uns wieder was einfällt zu einem Musical, würde mich freuen, wenn ihr wiederkommt. Danke vielmals. Schöne Feiertage. Guten Morgen. Schöne Feiertage. Ja.